Servus und grüß euch zu einer neuen Folge Mach mal Musik. Ich bin heute wieder in der wunderschönen alten Brauerei Stegen am Ammersee und ich habe heute wieder ganz, ganz tolle Gäste. Sie haben sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dass das Couplet erhalten und sie wollen einfach die Leute zusammenbringen, dass sie mal wieder so richtig miteinander singen. Ich hoffe, dass ich heute auch wieder ein bisschen mitmusizieren oder sogar mitsingen darf. Und wir sind natürlich alle getestet bzw. vollständig geimpft, also steht einer schönen Sendung auch nichts mehr im Wege. Und jetzt freue ich mich sehr, dass da sind. Sie warten nämlich schon und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Hier sind's, die Couplet-AG! Der Papa küsst die Köchin, der Sohn die Gouvernante. Die Mama küsst den Hausfreund, auch das ist sehr charmant. Der Hausknecht macht sich heimlich an das Zimmermädchen ran. So amüsiert sich jeder, so gut er eben kann. So amüsiert sich jeder, so gut er eben kann. Beim Kirchweihfest am Lande wird gerauft, das ist so Brauch. Der Huberbauer Michel, der rauft natürlich auch. Der Schuster haut ihm's Ohr weg, der Bader näht's ihm an. So amüsiert sich jeder, so gut er eben kann. So amüsiert sich jeder, so gut er eben kann. Ein lieber Mann, ein Reicher, dem gar nichts mehr gefällt. Für ihn gibt's nichts mehr Neues, so fahr ist in die Welt. Da geht er hin zum Doktor, lässt reißen sich am Zahn. So amüsiert sich jeder, so gut er eben kann. So amüsiert sich jeder, so gut er eben kann. Mein Onkel ist Beamter, er dient am Amtsgericht. Er hat eine leichte Arbeit, die er ganz prompt verricht. Er klebt an alle Möbel so kleine Vogeln an. So amüsiert sich jeder, so gut er eben kann. So amüsiert sich jeder, so gut er eben kann. Ein Jüngling und der Jungfrau begegnen sich per Rat. Die Sache wird sehr kritisch, sehr eng ist der Pfad. Und wirklich steht der Jüngling mit der Jungfrau dann zusammen. So amüsiert sich jeder, so gut er eben kann. So amüsiert sich jeder, so gut er eben kann. Wir stehen hier um und singen, weil jeder von uns muss. Das ewige Gedüdel, das ist uns kein Genuss. Doch sie sitzen da und hören den Blödsinn an. So amüsiert sich jeder, so gut er eben kann. So amüsiert sich jeder, so gut er eben kann. Riesenapplaus daheim vor den Bildschirmen für die Couplet AG. Schön, dass ihr heute meine Gäste seid. Der Bernie, der Jürgen, die Bianca und der Bernhard. Hallo. Bernhard und Bernie, oder? Das stimmt so. Genau, das stimmt. Die Kleine mit ihr. Das ist ja direkt schon eine dreifache Alliteration, oder? Bernie, Bianca, Bernhard. Bernhard und Bianca kennen wir ja auch von Disney, gell? Schön, dass ihr halt da seid und da werden wir gleich so richtig mitgerissen. Also man muss eigentlich mitsingen. Jürgen, ich darf jetzt gerne ein bisschen mit dir plaudern, wenn du magst. Darf ich dich mitnehmen? Ja, will ich so ganz einfach. Jetzt gehen wir mal da oben, genau. Das ist schon für dich vorbereitet. Da darfst du hier sitzen, genau. Weil wir haben gehört, dass du am allerliebsten einen Wein trinkst und gar nicht so der Biertrinker bist. Nein, überhaupt nicht. Wir passen eigentlich das zusammen, weil du trittst ja oft im Wirtshaus auf und dann sagst du mal, ich hätte gern lieber einen Wein als ein Bier. Ja, aber danach erst. Also während dem Gastspiel oder während der Produktion trinken wir grundsätzlich nur Wasser. Nein, während der Produktion trinken wir sowieso nur Wasser. Nur Wasser. Gell? Prost, eben. Prost. Mhm. Und dann ist die Stimme schön geölt. Ja, genau. Das ist ja auch wichtig. Du Jürgen, du hast da so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dass du das
Couplet erhältst bzw. weitergibst. Mhm. AG steht ja für Arterhaltungsgesellschaft. Mhm. Was ist denn eigentlich ein Couplet? Ein Couplet, das kann man auch im Duden nachlesen oder Wikipedia, das ist eine satirische Liedform mit Kehrvers, also mit Refrain praktisch. Damit die Leute auch alle aufgefordert werden zum Mitsingen oder damit das einfach eingängig ist? Der Refrain, ja, genau, der ist eingängig meistens gehalten, dass die Leute mitsingen können. Der wechselt mitunter mal inhaltlich auch ein bisschen, aber das ist die ersten beiden Zeilen bleiben meistens gleich und dann variiert man ein bisschen. Aber es ist schon Sinn und Zweck, dass die Leute mitsingen. Also dass die eingängige Melodien, der Bernhard komponiert fantastische eingängige Melodien. Ja. Und da gibt es ja die Texte von mir dazu. Und es ist schon so, dass die Leute einfach, dass das haften bleibt. Also, worum geht es jetzt da thematisch so? Oder wie schreibst du die Couplets? Gehst du mit offenen Augen und Ohren durch die Welt? Schnappst du irgendwas auf und denkst dir, mei, das war ein schönes Thema für uns? Oder sparst du dich daheim vielleicht ein in der Kammerl und denkst du, heute schreibe ich ein Couplet? Wie machst du das? Das funktioniert so nicht. Also praktisch schon eine Grundidee dazu. Mhm. Und du kannst wahnsinnig Stoff sammeln, Feldforschung betreiben, wenn du die Leute zuhörst. Also, wenn du die Leute beobachtest, im Wirtshaus beispielsweise oder auch beim Einkaufen, bei verschiedenen Gelegenheiten. Natürlich kriegst du auch Themen aus der Zeitung oder aus der Aktualität raus. Und bei uns, wir können ja das bespielen, wie wir wollen. Also wir haben die Politprotagonisten genauso wie das gesellschaftliche Leben, das Zwischenmenschliche. Wir haben alle Facetten des Lebens praktisch, die wir da verarbeiten und verhackstücken. Mhm. Und natürlich eben auch gerade ein bisschen Polizatire und da mischen und dann eben wieder Wirtshausunterhaltung machen. Bei uns ist es wirklich so, dass wir aus einer Fülle schöpfen können. Und es ist ja oft so, dass man dann beim Wirtshausgesang über die Frauen singt. Gell? Wie geht's denn da einer? Die Stereotypen. Bianca? Ja, ja, als einzige Frau. Die Bianca kann sich sehr gut wehren. Also ich glaube, dass sie sich sehr wohl fühlt. Oder Bianca? Fühlst du dich schon wohl, oder? Natürlich. Ja, eben, genau richtig. Das glaube ich. Genau. Was habt ihr jetzt hier eigentlich so die letzten eineinhalb Jahre gemacht? Wir haben ja eine sehr schwere Zeit gehabt, wir Künstler. Wie habt ihr euch die Zeit vertrieben? Ihr wart bestimmt auch kreativ. Was habt ihr denn so gemacht, Jürgen? Ja, natürlich, du schreibst Texte, du schreibst neue Sachen, denkst Geschichten aus. Aber wie gesagt, es ist halt schwierig. Und ich halte das nicht so gut, oder beziehungsweise finde es nicht so gut, wenn man einfach dann grundsätzlich über die Plattformen Kultur verabreicht, weil das ist ja immer kostenlos. Ja. Und somit glaubt der Bürger oder der Mensch draußen, der Zuschauer, das ist alles verfügbar und ich kriege das ja alles kostenlos. Das hat also einen gewissen Automatismus. Und das finde ich nicht so ganz gut. Das war eine sehr schwierige Zeit. Es ist immer noch eine schwierige Zeit, weil die Leute trauen sich leider Gottes nicht in die Vorstellungen gehen, haben da große Hemmschwellen zu überwinden. Aber es ist auch klar, weil wenn die Politik die mantramäßig zumacht über Monate hindurch, dann musst du nicht wundern, dass die Leute so reagieren. Vor allem glaube ich, dass vor allem euer Musik ja auch vom Publikum lebt. Also wenn man jetzt einfach in einer Kamera rein singt beim Streaming-Konzert oder so, dann kriegt ihr da ja auch gar nicht so die Energie zurück. Gell? Also ihr lebt ja davon, dass die Leute dann einfach mitsingen. Ja, du brauchst die Emotionen. Und bei uns ist halt so mit den Kabarettprogrammen, du brauchst ein Zielpublikum. Du musst ja jemand anspringen können. Wir machen ja Typenkabarett. Wenn die Bianca und ich zum Beispiel, wenn wir die österreichischen Proleten spielen, da brauchst das Zielpublikum, da musst du jemand ansprechen können. Und das geht und funktioniert halt nicht. Natürlich kannst du in die Kamera spielen und vermeintlich hast du dann einen Zuschauer, einen wenigstens sitzen, den wo du dann imaginär vorstellst, dass der jetzt daheim sitzt auf der Couch und hat seinen Spaß dabei. Nein, aber es ist wirklich so, also du brauchst einfach Publikum, du brauchst den Adrenalinschub, du brauchst die Emotion, du brauchst einfach die Gaudi dabei. Aber Jürgen, ich verspreche dir, wir haben halt ganz viele Zuschauer daheim vor den Bildschirmen. Also halt brauchen wir uns nichts singen. Und ich glaube, die singen so laut mit, dass wir das hier auch hören am Ammersee. Ja. Und ich würde sagen, Jürgen, du trinkst jetzt noch mal einen Schluck. Ja, du ölst noch mal deine Stimme. Oh, jetzt schied ich schon alles aus. Und dann gehst du wieder auf die Bühne. Genau, richtig. Und machen weiter. Was hören wir jetzt? Haben Sie heute schon geschnackselt? Ui! Darf man das jetzt laut nochmal anmoderieren? Doch, das darf man gar nicht. Wir machen das jetzt ganz laut. Das. Wir machen das ganz laut. Genau. Bühne frei für die Couplet AG. Wir sitzen in der U-Bahn, ratschen mit zwei netten Herren. Sie
kommen aus dem Kongo, doch ein Fahrgast dort ist stören. Er stänkert und er plärrt. Denen gehört doch das verwehrt. Die sollen raus aus diesem Land, weil's doch nur Schmarotzer sind. Vor Geifer läuft er blutrot an, drum fragen wir den Mann. Haben Sie heute schon geschnackselt und sich hormonell befreit? Hat Sie jemand heute berührt? Sie gestreichelt, Sie verführt? Haben Sie am Leben Freude? Wissen Sie denn, wie das ist? Wenn vor lauter Glück und Liebe man sein Bosheit ganz vergisst. Wenn vor lauter Glück und Liebe man sein Bosheit ganz vergisst. Am Regal drin im Discounter rempelt mich ganz ohne Gruß ein tätowierter Kleiderschrank mit seinem Wagerl an mein Fuß. Er drängelt, schubst und schreit ganz laut, ich hätte ihm den Tag versaut. Hey, du Kackarsch, komm, mach weg, ich mach dich fertig, du nur Dreck. Da lächle ich ihn höflich an und freundlich frag ich dann, haben Sie heute schon geschnackselt und sich hormonell befreit? Hat Sie jemand heute berührt? Sie gestreichelt, Sie verführt? Haben Sie am Leben Freude? Wissen Sie denn, wie das ist? Wenn vor lauter Glück und Liebe man sein Prollsein ganz vergisst. Wenn vor lauter Glück und Liebe man sein Prollsein ganz vergisst. Auch in der AfD drin wär die Frage gut platziert. Wenn statt völkischer Parolen dort ganz einfach geschnackselt wird. Sie keine Hetze mehr verbreiten, sondern ineinander gleiten. Gauland sich auf Weidel legt, sie dann niederschmusen tät. Doch bevor wir Zeit verlieren, wird's uns brennend interessieren. Haben Sie denn heute schon geschnackselt und sich hormonell befreit? Hat Sie jemand heute berührt? Sie gestreichelt, Sie verführt? Haben Sie am Leben Freude? Wissen Sie denn, wie das ist? Wenn vor lauter Glück und Liebe man die Welt und sich vergisst. Wenn vor lauter Glück und Liebe man die Welt um sich vergisst. Haben Sie heute schon geschnackselt? Ja, eine berechtigte Frage. Ich mag das, wenn man einfach diese Frage im Fernsehen mal stellen kann, oder? Richtig, eben genau. Schön, jetzt habe ich gerade einen Bernie so beobachtet. Ich habe mir ja auch so ein bisschen vorgenommen, Bernie, dass ich von jeder Gruppe, von jedem Gast ein bisschen was lerne. Und ich habe die schon immer gesehen, so bei den ganzen YouTube-Videos oder irgendwo im Fernsehen, gell, wie schön du immer deine Gitarre spielst. Und dann habe ich mir gedacht, gehen wir da her, passt das? Ich habe nämlich daheim zufällig eine Gitarre gefunden. Ganz zufällig? Ganz, na Jürgen, wirklich zufällig. Schau, das ist der Beweis, da hängt noch der Staub drin. Okay? Ich habe es jetzt nicht entstaubt. Nein, das ist nicht einmal, das ist irgendwo gelegen. Und jetzt würde ich natürlich gerne mal wissen, wie so eine Volksmusikbegleitung funktioniert. Das ist ja nicht einfach nur Akkorde schlagen. Warum nimmt man das? Ich schon gar nicht, wenn man es hält. Genau. Gut. Ich habe früher schon mal ein paar Akkorde gelernt, aber irgendwie weiß ich es nicht mehr so genau. Gibt es vielleicht zwei einfache Akkorde, die du mal zeigen kannst, Bernie? Ja, also so Grundakkord war da zum Beispiel D-Dur. Da nimmst du deinen Zeigefinger und tust ihn auf die G-Seite drauf. Genau, und dann die restlichen. Ja, ich sehe schon, du kannst das nehmen, war das der? Der war das, genau. Richtig. Ach so, gell? G-Seite sagt mir gar nichts. Ich weiß nur den Schmarrn. Warum, welche G-Seite? G-Seite. Also, nein. Ich weiß nur, eine alte Dame wollte. Nein, wollte, wie gibt's nicht. Eine alte Dame geht heute weißt, einkaufen. Genau, jetzt weiß ich es. Beim Volksmusikspielen braucht man wirklich keine Notenkinder und deswegen können wir uns gleich mal. Spürst du mal jetzt weiß ich es wieder, das war der D-Dur. Genau. Gut. Und dann gab es dazu noch quasi das Gegenstück A-Dur. Da hast du einfach die drei Finger nebeneinander. Passt gut zusammen, weil fünfte Stufe, oder? Genau, richtig. Okay, gut. Das ist, wenn die Zierch auseinander genau. geht. Dann haben wir jetzt kommt schon wieder, jetzt kann ich mich wieder erinnern. A-Dur. Genau. Und jetzt ist das nicht so wie bei den Beatles oder Rolling Stones, dass du da einfach Schlong fahren kannst, sondern weil du bist eher eigentlich Tuba und ein Schlagzeuger. Also wir sind quasi ein Mini-Blaskapellen und da spielt man halt dann quasi so. Das heißt, du versuchst die Bässe kurz zum Spulen. Machst also die einer Seiten immer kurz, oder? Genau, die Bassseiten. Aber die muss ich abstoppen, oder wie? Genau.
Es geht auch lang fürs Erste, weil zu kurz ist doch ein bisschen schwierig. Gut. Und dann machst du halt immer abwechselnd, machen wir mal ganz langsam. Super. Super. Kann ich schon einsteigen, oder? Ja, genau. Ja, sehr tanki, schön. Genau. Und mit ein bisschen Training schafft man es dann auch kurz und das ist flockig. Dann die griechische Volksmusik. Aber du musst jetzt das Griechisch, weil jetzt sehr so nachklingt bei mir, oder? Da müsste die jetzt, damit es wirklich Volksmusik werden, müsste die den irgendwie abstoppen. Genau. Aber das kann ich nicht. Ja, so, super. Okay, mhm. Ich lasse einfach wie ein Sitaki aus. Ich bin eher der griechische Gitarrist. Ja, genau. Ja. Gut. Mhm. Super. Die darf ich nicht hernehmen, oder? Nein, genau, so ja, die kann man dann beim A-Dur brauchen. Okay. Die kannst du dann quasi, wenn du mal in A-Dur greifst, A-Dur? Dann kannst du die Differ. Genau, da kannst du die Seiten brauchen. Dann haben wir alle Sorten gebraucht. Super, 1a. Gut. Und da kann man eigentlich, wenn man die erste und die fünfte Stufe kann, kann man schon relativ viel begleiten in der Volksmusik, oder? Stimmt. Nein, die vierte braucht man noch, oder? Ja, nicht bei jedem Lied. Nicht bei jedem. Ich habe vorher beim Soundcheck so ein bisschen gehört, wie dann der Bernhard und der Bernie, die haben sich dann immer so zugerufen, erste Stufe, vierte Stufe, fünfte. Ja, das war für die. Also das war für mich. Aber ja, es ist, man kann sich wesentlich leichter verständigen, als jetzt im Orchester, du hast keine Noten, es geht ruckzuck. Gut, super. Ja, dann würde ich sagen, spielen wir mal was, oder? Sollen wir vielleicht ein Waldseil probieren? Alles bloß kein Wasser nicht oder so. Ah, ja. Oh, in D-Dur. Alles bloß kein Wasser nicht, na na, das mag ich nicht, ich weiß nicht, mein Mung. Kuss nicht vertrung. Alles bloß kein Wasser nicht, na na, das sauf ich nicht, ich weiß nicht, mein Mung. Kuss nicht vertrung. Aber ein Bier, aber ein Bier, aber ein Glas ein Bier, die schmeckt mir. Aber ein Bier, aber ein Bier, aber ein Glas ein Bier, die schmeckt mir. Alles bloß kein Wasser nicht, na na, das mag ich nicht, ich weiß nicht, mein Mung. Kuss nicht verdrum. Alles bloß kein Wasser nicht, na na, das sauf ich nicht, ich weiß nicht, mein Mung. Kuss nicht verdrum. Super, bravo! Super, klasse! Es gibt doch noch Naturtalente. Du brauchst in überhaupt so nicht für mich applaudieren, weil das war überhaupt nicht gut. Ich habe einfach immer ausgesetzt. Aber man hört auf jeden Fall schon, dass ihr in der Wirtshausmusik daheim seid. Gell? Setzt da einfach sofort mit ein. Ja. Was macht ihr jetzt hier lieber? So alte Couplets covern oder so eigene Sachen singen? Alles, gell? Ihr mischt es dann auch. Ja, wir haben gar nicht so viele alte Sachen, wenn wir singen, sondern wir haben teilweise alte, also Melodien hergenommen früher und haben dann neue Texte drauf gemacht. Mhm. Und der Bernhard komponiert das und ich fährt dann aber so an, wenn es die Lieder schon 1000 Jahre gab, wirklich war. So und wir machen heute neue draus. Und die Leute singen wieder unsere Lieder jetzt noch. Das ist die Schöne dabei. Genau. Und glaubt, dass sie einer gehören, weil sie schon irgendwann mal gehört gehabt haben, das gehört einer. Und dann kommst du hier und spielst irgendwo das Zeit. Also, nein, nicht das schon wieder, nicht schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Dann sagst du, ja, warum? Das ist ja von uns. Nein, das ist nicht, das ist ja von denen. Das ist nicht falsch. Ja. Ja, ja. Sehr schön, aber so muss sie ein Lied anhören und etablieren, gell, genau, in der bayerischen Volkskultur. Jürgen, ich würde sagen, wir hören jetzt ein eigenes Lied von euch, oder? Wir singen jetzt ein Couplet, das nicht von uns ist. Okay. Also nicht, um die jetzt zu ärgern, sondern einfach so. Wir haben das in Bayern wieder bekannt gemacht. Das hat niemand mehr gekannt. Ah. Und jetzt gibt es viele Gruppen in Bayern, die wollen es nachsingen und genauso interpretieren, wie wir das machen. Sehr schön. Und okay? Das heißt? Ein Tröpfelbad. Ich darf jetzt wechseln, weil ich glaube, also danke, Bernie, für den Workshop. Aber ich kann nicht, weil ich habe gehört, Tröpfelbad ist in S-Dur und das ist ja auf der Gitarre eigentlich unspielbar. Deswegen Akkordeon. Nimm jetzt einmal mein Akkordeon. Genau, eben, genau. Und dann steigen wir voll ein. Und dann aber voll. Auf geht's. Auf geht's. So. Ich tue mal ein bisschen Eier Blei daheim. Also. Okay. Noten, ich brauche Noten. Ja. Und niemand darf sie zurückhalten oder braucht sie zurückhalten, da haben sie die für alle mitsingen, also die, die es kennen. Das ist eh klar. Ja, genau. Haben wir's? Mhm. Gehen wir's her.
den Freitag waren wir vier im Tröpferl da. Dass sie nicht dabei war, das ist schot, 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 schot. Drunten beim Kassier, da hat eine Frau gemacht ein Spektakel. Was sie sagen, ich bin ein altes Fackel, 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 Fackel. Was sind denn sie dann? Sie tropft der Biesam. Wenn's wie ein paar Amtspersonen hört, unseren anderen Ton. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, steh ich mir immer mehr zu ihnen her. Sie glauben, weil sie da in einem Vogelhäusl sitzen, kannten sie schwach, die Frau tyrannisieren. Geh heute mit zurück, sonst komm ich nur in die Hitzen. Und du den Kartenbändiger, 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 nur ohne schmieren. Endlich sind wir drin in der Umkleidekabine. Die Lackerten, die rennen her und hin und her und hin und her und hin und her und hin. Einer von den Nackerten, der ist unheimlich gefühlt. Sei Freundschaft aus, es wäre ein Röntgen. Bult, 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 bult. Sie sind Gedränge in der Menge. Und keiner weiß nicht gewiss, welcher Fuß sein eigener ist. Sie ist wie im Narrenhaus mit Zirn und Schuhe aus. Doch unser Nebenmann zirkt uns wieder an. Ja, jetzt probieren wir's halt einmal mit unserer Hosen. Kaum haben wir's und trifft uns der Nachbar wieder rein. Wir können sagen, ach so, am Ort zum Großen. Und gingen samten Quant, samten Quant, samten Quant ins Bad hinein. Da wampert die Kund rein und steigt auf Zoffer drauf. Ich hau die auf den Arsch, mehr mit der Schnauf, 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 Schnauf. Wie er wieder aufsteht, geht er zur Brause hin. Er passt in deine Innenduschka, bin, 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 bin. In deiner Klause und an der Brause, da rennt das Röntgenpult, Gott hin und her wie wild. Es ist ein Verhängnis, dass es so dünn ist. Wenn es zum Abfluss rutscht, dann ist es futsch. Na, tut's einen Schlag. Wir vier sind furchtbar zusammengezuckt. Es haut den Wamperten grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verbogen, die Winds sind eindruckt. Das ganze Tröpfelbad, 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 das ist jetzt hin, Jim. Riesenapplaus daheim vor den Bildschirmen für die Couplet AG. Die Masse. Hörst du es auch, Jürgen? Oder? Ja, schon, schon. Wir fühlen es. Geht runter wie 3 Liter Öl, wirklich. Brutal, oder? Ja, wie der Wein vorher. So, ja, genau so geht es runter, genau. Wenn endlich die Leute mal wieder, mal danke, mal wieder mitsingen. Wir haben es gehört. Mhm. Jetzt ist es ja so, jetzt sagen vielleicht manche Leute daheim, Jürgen, das mit dem Singen ist ja gut und schön, das hören wir uns sehr gerne an. Aber ich darf mich lieber bewegen zur Musik. Kann ja auch einmal sein, oder? Rein theoretisch, ja. Und wenn man tanzt beispielsweise. Wenn man tanzt zum Beispiel. Das ist ja das Schöne an der Volksmusik oder an der Volksliederkultur. Da muss man ja nicht nur selber Musik machen oder mitsingen, sondern da kann man auch dazu tanzen. Genau. Kannst du tanzen? Ein wenig. Ein wenig. Kannst bezeugen. Ja, habt ihr schon mal miteinander tanzt, ja, oder? Ja, schon. Das hättest öfter noch mal, ja. Du vielleicht Lust, dass wir einmal miteinander tanzen? Mit dir alle mal. Oh, mit dir Jürgen, alle mal. So schön. Ich freue mich. Ja, gut. Ich ziehe jetzt meine Schuhe schnell aus. Ja, das tust. Dann kann ich besser ja, tanzen. Ja, man darf nicht zu groß sein neben Jürgen. Ja. Also ich reiß sogar Bianca. Mit den stecke ich schon. Gell? Also da fällt sich nichts. Also, ich bin hart in Nehmer, ich bin hart in Nehmer, wirklich. Ich kann mich dann einfach besser bewegen. Ja, genau. Gell? Genau. Gut. Was tanzt man? Was gibt's denn so im Wirtshaus? Macht man was ganz Urfachs, macht man Bayerischen, oder? Ja, gut. Das ist ganz einfach. Okay? Habe ich schon mal gehört. Also, das ist auseinander und so das, ist, oder? Genau, das ist gut. Genau. Eben. Das geht auseinander. Wo muss ich entstehen? Stehe ich richtig eigentlich? Wieder zusammen. Wo steht die Frau, wo steht der Mann? Du kannst du stehen. Passt das so? Genau, richtig. Ja, und du gehst auseinander, also 2 Schritte rüber, 2 Schritte zurück. Moment, jetzt müssen erst einmal die Zuschauer daheim. Bitte. Sich in Position bringen. Sich in Position also bringen. Papa, die Mama von der Couch raus. Genau, von der Couch aufstehen, okay. An den Tisch wegräumen. Genau, richtig, eben genau. Also, dass man sich positioniert. Jetzt steht mental euch alle vorbereitet ja. Schon mal, gell? Genau. Vielleicht noch einen Schluck von der Halbe nimmt oder vom Glas oder Wein. Oder drei. Ja. Gut, genau. Also, jetzt stehen alle genau, da. Genau, richtig. Also, wir gehen auseinander. 1, 2, 1, 2 zusammen. Okay, also man muss am Fuß immer wieder ohne stehen, gell? Genau. Und wieder zusammen. Da kann man mitspringen, dann ist es einfacher. Und dann treiben wir sie dreimal. Genau. Wir zwei miteinander. Genau. Okay, oder? Ja, machen wir es nur schnell einmal.
Drahen, drahen. Zweimal. Ja, genau, zweimal. Also bei mir, weil ich habe so kurze Füße, verstehst du? Ja. Bei mir heißt es oftmals dreimal. Okay? Also der Oberpfalz an sich ist auch ein wenig trumpfig, verstehst du? Der ist so, aber klein und wendig, sage ich alle. Also, gehen wir so, ja. Oder? Probieren wir es einmal. Also, ihr daheim, ihr, mit Musik, genau, oder? Ihr daheim, genauso. Begleitet ihr uns? Ja, voll. Gut. Also, München, Ingolstadt tanzt. Also, genau. Auf geht's. Eins, zwei. Wo gibt es denn das? Ja. Wahnsinn. Da hast du schon mal so ein schönes Lidl drüber gemacht, weißt du? Ja, das stimmt. Ja, oft dann was du es weißt. Okay. Ich kenne dich durch und durch. Stimmt, unser Lehrer. Okay. Ein Aff, der tanzt viel besser als wir du, haben wir ja, mal gesungen, genau. Mit den Mädels, aber das trifft auf die überhaupt nicht danke, zu. Danke. So ein guter Tänzer. Danke. Vielen Dank für diesen bitte, Workshop. Bitte. Mir ist jetzt ganz schön warm. Bei der Partnerin? Ich glaube, ich brauche eine kleine Pause. Dann trinken wir schnell was. Wir genau. Gehen mal kurz in die Pause und dann sind wir gleich wieder da. Mama, Musik, halt immer wieder an. Grüß euch zurück bei Mach ma Musik und ich habe heute die Couplet AG zu Gast. Und jetzt hören wir, wir ziehen gern die Fäden. Ja, selbstverständlich. Das ist überhaupt kein Problem. Die Panzer können natürlich auch in rosa geliefert werden. Alles klar? Nichts ist unmöglich. Wir waren schon in der Schule ein super tolles Team. Haben dort auch unser Netzwerk Interessenspflege getrieben. Dank Einfluss und Kontakte hat man uns das Abi geschenkt. Und haben nebenbei kapiert, wie man steuert und auch lenkt. Drum sind wir auch so dankbar, denn man lernt fürs Leben. Ein jeder ist beeinflussbar, man muss ihm halt was geben. Für kleine Freundschaftsdienste schuldet man einen Gefallen. So funktioniert das Geschäft, hilft dem deutschen Staat und Bürger und damit praktisch allen. Wir regieren, kontrollieren, lenken unseren Staat, weil halt ein Politiker so wenig Wissen hat. Wir gestalten die Gesetze, beraten Tag und Nacht, damit der Volksvertreter auch keinen Blödsinn macht. Wenn du für Einflussnahme zu begeistern bist, ziehen wir gern die Fäden als deutscher Lobbyist. Sind Sie auf der Suche nach einer Nebentätigkeit? Als Abgeordnete haben Sie sicher sehr viel Zeit. Wollen Sie ein Maserati, darf ein Bentley sein? Wir laden Sie auch gerne auf die Bahamas ein. Wir sponsern Ihren Wahlkampf, für sowas sind wir da. Solche Kleinigkeiten, die zahlen wir in bar. Dafür kriegen Sie Impulse von der Rüstungsindustrie. Es grüßt Sie Klaus Maffei, Entscheidungshilfen schaden wirklich nie. Wir regieren, kontrollieren, lenken unseren Staat, weil halt ein Politiker so wenig Wissen hat. Wir gestalten die Gesetze, beraten Tag und Nacht, damit der Volksvertreter auch keinen Blödsinn macht. Wenn du für die Ärztekammer zu begeistern bist, dann ziehen wir gern die Fäden als deutscher Lobbyist. Ja, Sie denken jetzt gerade darüber nach, bei der nächsten Kommunalwahl als Bürgermeister hier anzutreten. Und denken, bei uns fallen Sie das Raster. Nee. Hm? Nicht doch. Selbst kleine Bürgermeister überall im ganzen Land, die nehmen wir sehr gerne an unsere Führungshand. Warum nicht profitieren als Gemeindeoberhaupt und dazu noch ganz legal und offiziell erlaubt? Wir helfen gegenseitig zum Wohl des deutschen Volks. Die Daten löschen wir vorher, wir verraten nicht das Geheimnis des Erfolgs. Wir öffnen gerne Türen, sind überall dabei. Interessen sind entscheidend.
Menschen einerlei. Wir haben Mittel, sie den Titel und ein Volksmandat. Eine super tolle Mischung und finanziell nicht fad. Und wenn's für uns zu heiß wird, weil was schief gelaufen ist, dann grüßen wir aus Kuba als deutscher Lobbyist. Bravo! Jürgen, ja. Ich hab noch Wein. Schau mal, das steht immer noch da, das Glasl. Da werde ich ganz schnell. Ja, schon. Hast du noch gar nicht ausgedrungen? Jetzt geh her, Prost. Ja, Prost, Prost, Prost. Lass das schmecken. Gell, ist er gut, ja. Oder? Ja, schmeckt er da. Hast du einen guten ausgesagt? Mhm. Danke, ich hab mich bemüht. Du, in zwei Tagen darf die Wiesn losgehen. Mhm, ich weiß. Es ist ja heuer wieder abgesagt. Wie geht's dir denn? Das ist schon schlimm. Also, das Zelt der Schönheitskönigin, die Keimzelle, die Plattform der Volkssängerinnen und Volkssänger in Bayern, der Junge vor allem, das ist schon sehr schmerzhaft, wirklich wahr. Du bist ja normalerweise 16 Tage in der Schönheitskönigin und sorgst dafür, das musikalische Programm kommt wahnsinnig gut an. Mhm. Wie hältst du das eigentlich durch? 16 Tage, jeden Tag? Von 10 in der Früh oder wann müssen wir nochmal anfangen? Also ich bin um 9:30 Minimum im Zelt und auf die Nacht um 11:30 gestern aussehen. Wahnsinn. Ja. Und das 16 Tage lang. Wie hältst du das durch? Man muss sehr diszipliniert sein. Also wir haben ja die Irden gekriegt, also praktisch die Storkrieg. Und da ist natürlich kein Bier nicht drin, sondern da ist Ingwertee drin. Und ansonsten natürlich ein bisschen einen gespritzten Weinschorle. Also muss schon sein, ja, gell? Eben, genau, du, weil Bier bin ich ja nicht so der Bierfan und das geht dann schon. Aber also man muss sehr diszipliniert sein. Also wirklich, also da muss man sich schon ranhalten. Auch vor allem, dass die Stimme da bleibt. Ist das dann auch so, oder schon mal passiert, dass du dann krank geworden bist? Oder ja, natürlich schlagt sich das auf die Stimme nieder und du musst dann schon haushalten. Dann lutschst du und machst du, dass du immer wieder raufgekunst, dass du die Stimme herbringst und dann sagt die Stimme wieder ab und dann brauchst du kurz mal 10 Minuten Pause und dann geht es wieder weiter. Also es ist schon anstrengend. Achtest du dann da auch besonders auf deine Ernährung? Ich habe ja gehört, du bist ein leidenschaftlicher Koch. Mhm, ja. Was ist denn so dein Lieblingsrezept, um fit für die Wiesn zu bleiben? Eigentlich Salat. Salat mit Backhändl zum Beispiel ist was Gutes. Also, oder überhaupt Salat. Also Gemüse, also vor allem auch. Ich esse an diesen Tagen während der Wiesn meistens bloß einmal. Weil du bist ja immer, du stehst immer unter Strom, du bist ja, magst ja wirklich, das ist ja alles dramaturgisch durchwirkt bei uns. Da gibt es eine Musik, da gibt es einen Gesang, da haben Leute eben aus dem Volkssängerbereich, also die Jungen vor allem, die wo da regelmäßig dann auftreten, das ist alles durchdirigiert und alles inszeniert den ganzen Tag. Und da musst du immer Gewehr bei Fuß stehen, dass alles funktioniert. Mhm. Und wenn es die Leute nicht schmeckt, weil sie vielleicht glauben, sie haben da jetzt zwingend erwischt oder was, dann musst du auch denen Rede und Antwort stellen. Du bist halt für alles da. Mädchen für alles. Ja, genau. Der Hausl, der Hausl. Genau. Du hast das gerade angesprochen, du förderst ja da in der Schönheitskönigin auch immer die jungen Talente. Wir haben einen Nachwuchswettbewerb. Genau, wie heißt der? Jetzt sing ich. Kann man sich da jetzt schon wieder bewerben oder was schaut denn aus? Eigentlich schon. Also wir sind optimistisch, dass für 2022, dass wir zumindest 2022 erwiesen haben. Wobei, man weiß ja nicht, gell? Wir haben jetzt keine Glaskugel nicht da, wir können nicht in die Zukunft schauen. Also das wäre wirklich schwierig. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Gell? Wie kann man sich da bewerben für diesen Nachwuchswettbewerb oder was muss man da mitbringen? Da gibt es bei uns auf der Homepage gibt's da, die Modalitäten und mitbringen muss man eigentlich ja nur die Lust zum Gesang, ein bisschen Musikalität, vielleicht dann auch eigene Texte und die man gemacht gehabt hat und halt in der Mentalität, in der Art der Volkssänger dann agieren. Und es gibt ja viele Anleitungen mittlerweile und es ist wirklich so, also wir machen es in der Couplet AG jetzt fast 30 Jahre und die Saat geht jetzt wirklich auf. Aber ganz massiv, es gibt so viele junge Talente, die sich dafür begeistern. Also meistens, also es fängt meistens mit 17, 16, 17 an und geht dann so rauf, also bis 25, 26. Das gibt es unwahrscheinlich viel mittlerweile. Aber auch ein bisschen dank dir, weil du natürlich versuchst, das Volkslied oder das Couplet ein bisschen modern zu halten und auch für die jungen Leute interessant. Und dann wollen alle, das ist das größte Ziel, dass man da in der Schönheitskönigin bei dem Nachwuchswettbewerb mitmacht. Ja, wir haben dabei versucht, mit der Couplet AG Beispiel geben, unterwegs zu sein, dass da einfach dann auch die Funken überspringen und dass die Leitung
das möchte ich selber auch machen. Mhm. Und das ist wirklich in der Anfangszeit nur ein bisschen wenig gewesen, aber jetzt ist es ganz massiv toll. Und das ist wirklich toll. Hast du da irgendeinen Geheimtipp oder irgendeinen Namen, den man sich vielleicht jetzt schon merken muss, so ein Nachwuchstalent? Es gibt einen Tobi Böck beispielsweise, mhm. Dann gibt es momentan coache ein paar ganz junge, mhm. Die sind, der Jüngste ist jetzt glaube ich 19. Momentan. Was heißt das? Du huckst dich mit denen zusammen und schreibst ein Programm? Wir studieren Lieder ein. Du hilfst denen genau. Auf Bühne genau, zu bringen? Genau, wie man agiert auf der Bühne und wie man das macht und mhm. Wenn man das dann umsetzt. Und das macht riesig Spaß. Also da gibt es wirklich toll. Es gibt die Jungen, das sind der Tom und Basti, mhm. Schleudergang, mhm. Die Barbara Preis, da gibt es eine Vielzahl. Und dann auch, wir decken ja dann auch die 50er, 60er mhm. Jahre Schlager ab, kann ja die Sonntagsfahrer. Das sind wahnsinnig tolle Talente da mhm. Und das ist ein breites Fundament, auf dem man zurückgreifen kann. Schön. Mhm. Es gibt ein Lied, die ist immer brutal gut angehört auf der Wiesn. Genau, richtig. Das ist die Erkennungsmelodie von der Schönheitskönigin auch. Also das wird am Tag 50.000 Mal gesungen. Das ist Wahnsinn. Es wird in allen Bierzeiten mittlerweile gespielt. Ein Hit. Es ist ein Hit. Komponiert hat den der Bernhard Gruber natürlich. Wahnsinn. Geil. So ein Talent. Du hast den Text geschrieben. Ja, der Bernhard hat die Musik geschrieben. Wir teilen uns das immer. Der Bernhard komponiert und ich... Ich schreibe die Texte. Sollen wir das einmal gemeinsam singen? Ja, möchtest du das tun? Noch kurz einen Schluck Wein, Jürgen. Danke. Ich darf mich sehr freuen. Ja. Und das Wichtige ist, dass jetzt auch die Zuschauer gescheit mitsingen, denn ihr seht jetzt nämlich auch den Text. Es gibt jetzt keine Ausreden mehr, ihr könnt jetzt alle mitsingen. Oh, wie herrlich ist das Leben. Oh, wie schön ist doch die Welt. Wie herrlich, ja, wenn man absolut. Endlich mal wieder Musik macht miteinander. Natürlich. Ist umso schöner. Natürlich. So, auf geht's. Oh, darf ich sogar entmitten. Gut. Gut. Machen wir's. Ja, machen wir's. Sagen wir's. Auf jeden Fall. Oh, wie herrlich ist das Leben. Oh, wie schön ist doch die Welt. Mir verkaufen Schwiegermutter und versaufen ihr Geld. Ein Busen wie ein Handball gefüllt mit Silikon. Der hat schon manches Mannsbild mit voller Wucht erschlungen. Im Festzelt auf der Wiesen gibt's Ochsenjacker genug. Die einen drehen sich am Spieß und die anderen, die schauen zu. Oh, wie herrlich ist das Leben. Oh, wie schön ist doch die Welt. Wir verkaufen Schwiegermutter und versaufen ihr Geld. Mal einen Freund gehabt, hab glaubt, der liebt nur mich. Da hat er noch fünf andere gehabt, die sechste war dann ich. Beim Schuhbeck auf dem Klo drauf steht geschrieben, lieber Koch, hier plumpst die gerade eben deine Kunst ins Loch. Oh, wie herrlich ist das Leben. Oh, wie schön ist doch die Welt. Wir verkaufen Schwiegermutter und versaufen ihr Geld. Was ich gern tue, ich tue nur, was ich mag. Das Einzige, das ist, dass ich die Mama vorher frag. Die Lieder, die sind gesungen, jetzt hören wir wieder auf. Und wenn eine Jungfrau da ist, die juche jetzt nicht so drauf. Oh, wie herrlich ist das Leben. Oh, wie schön ist doch die Welt. Wir verkaufen Schwiegermutter und versaufen ihr Geld. Wir verkaufen Schwiegermutter und versaufen ihr Geld. Wahnsinn, Couplet, Aki. Da kommt so Stimmung schön, auf, da oder? Kommt Stimmung gell? Auf, da muss man mitsingen. Da bringst du also bloß noch ein Brezen, ein Mast dazu und dann passt's, oder? So gell? Schön. Eben. Vielen Dank, dass ich mit euch heute singen hab dürfen. Vielen Dank, liebe Couplet AG, dass ihr heute meine Gäste wart. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr bald wieder die Bühnen dieser Welt stürmt. Danke. Und wieder gemeinsam mit dem Publikum, endlich wieder gemeinsam mit dem Publikum singen könnt. Das, glaube ich, wünschen wir uns alle. Und euch daheim, liebe Zuschauer, wünsche ich jetzt, dass ihr alle gesund bleibt und dass ihr auch mal miteinander singt. Drum jetzt doch mal eure Familie, eure Freunde zusammen und singt einfach mal wieder miteinander, weil das tut richtig gut.
ja, bleibt einfach gesund und polzt Musi im Herzen. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, mach mal Musik. Und jetzt darf ich sagen, einen habt ihr noch dabei, oder? Was hören wir noch? Wir haben noch was. Ganz was Spezielles für dich. Was ich freue mich. Nochmal Bühne frei für die Couplet AG. Ja, mein Gott, ich weiß, was du mir sagen willst. Es ist ja doch immer Schatzi, das Gleiche. Natürlich, Schatzi. Ja, nenn mich in der Öffentlichkeit nicht immer Schatzi. Ja, Mausi. Ich bin gestern Nacht wach gelegen. Ja. Weil ich mir überlegt habe, wie kann ich ohne Stress noch mehr Patienten in noch kürzerer Zeit durchschleusen? Ja, eben. Wir müssen unsere Klinik neu strukturieren und die Abteilungen neu optimieren. Ja. Und auch bereit sein, von anderen Branchen zu lernen. Ja, andere Branchen? Ja, zum Beispiel vom Autohaus. Was? Ersatzteile, Hauptkasse, Reparaturannahme. Oh. Oh, jetzt haben wir ganz vergessen, uns vorzustellen. Ach so. Vielleicht darf ich kurz vorstellen. Professor Dr. Bruckmeier von den Rhön-Kliniken. Ja. Mein geschätzter Kollege und Gatte. Und ja, wir wenden uns jetzt gerne auch an Sie direkt. Denn es muss Ihnen ja klar sein, auch Ihr Arzt möchte glücklich sein. Ja, und an dieser Stelle möchte man ganz entschieden uns wehren. Ja. Gegen diese ständigen Vorwürfe. Wir würden durch eine medizinische Überversorgung und ein Ausreizen der Abrechnungssysteme unser Gesundheitssystem an den Rand der Finanzierbarkeit führen. Ja, Sie schauen jetzt so. Sind nicht wir, sind Sie die Patientin, der Patient, aber nicht wir. Wir kennen keine kapitalgesteuerte Gewinnmaximierung. Nee, nee. Man muss doch der Wahrheit einmal ins Auge sehen. Sie denken jetzt vielleicht, mir geht's ganz gut, ich bin gesund. Das ist falsch. Es gibt keine Gesunden. Es gibt nur unzureichend Untersuchte. Unsere Eltern haben stets gesagt, Kinder, lernt's was Gescheites. Macht Chirurg und kauft euch dann ein Haus drüben in der Schweiz. Denn Kranke wird es immer geben. Und sollte es mal nicht sein, dann schreibt's einfach beim Stammpatient was Grausliches hinein. Denn dann müsst ihr operieren. Dann müssen wir operieren. Und wenn sie bloß einen Schnupfen haben, wir dürfen nichts riskieren. Da müssen wir operieren. Ja, da müssen wir operieren. Wir müssen dieses Chalet abzäunen. Drum tun sie es eh nicht ziehen. In jedem gesunden Menschen steckt was Krankes drin. Man muss es halt nur finden. Wir schneiden uns dorthin. Was ist im Privat versichert, das ist grandios. Machen Sie sich nackig, wir legen sofort los. Da müssen wir operieren, da müssen wir operieren. Die Fallpauschale stimmt perfekt, da hast du keine Zeit verlieren. Da müssen wir operieren, ja, da müssen wir operieren. Sonst sterben Sie in der nächsten Stunde. Das müssen Sie doch spüren. Wenn wir mal nichts finden, dann ist es halb so schlimm. Wir kennen doch Ihr Innenleben, wir waren ja schon mal drin. Tun Sie sie nicht echauffieren, die Kasse zahlt's doch eh. Und werden Sie zu teuer, geht Ihr Beitrag in die Höhe. Mach mal Musik, halt's immer mehr.